Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ja, ich stehe hier gerade wie die Axt vom Walde, weil ich... Doch, das mit dem Notenblatt und so weiter, das hatten wir schon. Weil ich ehrlich gesagt jetzt schon wieder ein paar Tage nicht mehr gespielt habe und jetzt auch durch Krankheit und so weiter, ehrlich gesagt, total vergessen habe, wo wir eigentlich dran waren. An das Lied hier kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe mir auch extra Sachen aufgeschrieben, was mit Dodo, Mi, So, Fa, Fa, Re und auch auf welchen Knochen was steht. Also welche habe ich mich jetzt erschrocken. Welcher Ton ist, das habe ich auch. Das Zurück zu mir selbst Gedicht. Ach so, das ist dieses, ja, genau. Da kann ich mich ja mit verwandeln, das war's. LeChucks Tagebuch lesen, das haben wir ja gemacht. Hinweis möchte ich nicht, meine To-Do-Liste möchte ich aber nochmal kurz angucken. Wir hatten nämlich das Problem, da kann ich mich jetzt langsam wieder dran erinnern. Also Captain Madison hintergehen, ja gut, das kommt ja später. Das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreichen Zeiten, das kommt auch später. Titelmelodie, die haben wir gefunden. Lieblingsessen herausgefunden haben wir auch. Aber LeChucks Slogan haben wir doch gelesen in dem Tagebuch, wenn ich mich richtig erinnere. Es war doch irgendwo... hier, Idee für einen neuen Slogan. Plündert die zitternden Erntemesser. Oder waren wir da... Doch, wir sind doch, meine ich, bis zum Ende gegangen. Ich habe beschlossen, meinen Slogan in Treeboots Fluch zu ändern. Oh, das sollte ich mir auch vielleicht aufschreiben. Moment. Treeboots Fluch. So, kurz und knapp. Es wird angekommen. Geheimnis. Das haben wir ja alles schon gelesen in der letzten Folge. Notiz an mich selbst, Elaine, mein Beileid aussprechen. Ja, und das ist ja jetzt die letzte Seite davon. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum wir hier seinen Slogan nicht kennen. Ich gehe... wie ging das jetzt nochmal? Ich gehe nochmal zurück zur Insel. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das ging. Moment, das Ruder ansehen. Wie komme ich denn jetzt wieder zur Insel? War das hier? Über die Reling klettern? Ah, hier, ins Meer. Okay. Das war, meine ich, rechts rum, hoffe ich. Ansonsten sterben wir gleich. Ah ja, okay. Da sind wir auch direkt schon mal wieder eher. Okay, das ist gut. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo die anderen waren. Da muss ich nochmal eben schauen. Das Wrack, den gigantischen Affenkopf. Ich glaube, die waren beim Affenkopf, oder? Strand. Ich meine... Ja, okay, hey, perfekt. Partner. Okay, so. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ich weiß nicht, ob wir das... Moment, das war Untersuchung, okay. Also, wir müssen Do war der dritte... Ernsthaft? Da steht jetzt überall drauf, nachdem ich die gehauen hatte. Ja gut, das ist Murray. Steht überall drauf, was das ist. Oh. Okay, er hatte Fa. Oder hatten wir ihn noch gar nicht geschlagen? Nee, da steht nur mit Murray. Okay, ja gut. Das war aber jetzt natürlich falsch. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, ob wir... Oder müssen wir mit denen eventuell noch reden vorher? Wir sind bereit. Hast du schon LeChucks Geheimnisse erfahren? Ich kenne alle Geheimnisse. Ich kenne alle Geheimnisse von LeChuck. Ziehen wir das durch. Okay, dann fangen wir mal an. Der erste Schritt ist, LeChucks Titelmelodie zu spielen. Du bist derjenige, der weiß, wie es geht, also übernimm du. Dein Instrument ist dort drüben. Pass auf, wen du hier ein Instrument nennst. Okay, das heißt, den Knochen muss ich gar nicht extra anwählen. Okay, wir müssen Do.
Fa-fa-re. Fa war der Murray. Fa. Fa. Re. Yo, ho, 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 ho. Wie geil. Das ist vielversprechend. Nächster Schritt. Madison, gib uns die Karte. Quis nostro fugiat, nulla tempor, laboris nisi ex commodo consequat. Schnell, sag LeChucks Slogan. Eigentlich war es jetzt Shreepwoods Fluch, aber das steht jetzt hier nicht mehr drin. Also nehmen wir mal den alten. Plündert. Die Zitternden. Die Zitternden. Erntemesser. Entermesser. Quis autem vel veluptate velit. Und jetzt ist LeChucks Lieblingsessen. Muss ich? Ja. Kann das nicht jemand anders machen? Nein. Okay. Wow. Schau, da sind Zeilen. Es funktioniert. Wow, diese dunkle Magie ist ganz schön heftig. Hat irgendjemand gesehen, wo die Karte geblieben ist? Das geht dich nichts an. Danke für deine Hilfe. Zeit zu gehen. Wartet! Irgendwelche letzten Worte, bevor wir dich von der Klippe stürzen und uns das Geheimnis holen? Eigentlich wollten wir die doch hintergehen, oder wie war das jetzt? Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger werden, als du es dir auch nur im Fantasten vorstellen kannst. Hinter euch ein dreiköpfiger Affe. Lass uns darüber abstimmen, ob wir mich von der Klippe stoßen sollten. Es ist noch Zeit, mich gehen zu lassen. Was ist aus unserer Was ist aus unserer Vereinbarung geworden? Tu nicht so, als hättest du nicht die Absicht gehabt, uns zu hintergehen und die Karte bei der ersten Gelegenheit zu stehlen. Das könnt ihr nicht mit Sicherheit wissen. Es steht auf deiner To-Do-Liste. Nein! Und jetzt weg mit Murray, dem lästigen dämonischen Schädel. Wartet! Ich habe Familie! Gut. Trent, sehen wir uns die Karte noch einmal an. Seltsam, sie war gerade noch in meiner Tasche. Egal, ich erinnere mich, was drauf war. Holen wir uns das Geheimnis. Die kann doch nur beim Schädel sein, oder? Oh. Es kam irgendwo von hier drüben. Was zum Shreepwood? Du hast es also überlebt, über die Planke zu gehen, nur um dann von einer Klippe zu stolpern? Ich wusste schon immer, dass du ein Witzbold bist, aber das hier übertrifft alles. Und wo wir gerade vom Übertreffen sprechen, während du hier liegst und langsam stirbst, kannst du dich mit dem Wissen quälen, dass ich bald das Geheimnis haben werde. Und dann auch die schöne Elaine. Hm. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber das macht nichts. Deine letzten Worte werden zusammen mit dir vergessen werden. Bald wird nicht einmal mehr der Gestank deines Ablebens zurückbleiben, während die Welt sich unerbittlich weiterdreht. Captain LeChuck, es ist Captain Madison, Sir. Sie und die anderen haben gerade die Segel gesetzt. Sie verlassen die Insel. Verlassen? Sie müssen wissen, wo das Geheimnis ist. Wenn wir uns beeilen, können wir sie auf dem Meer einholen und sie zum Teilen überreden. Ich glaube, meine Bauchspeicheldrüse ist kaputt.
Möglicherweise auch meine Milz und meine Gallenblase. Was auch immer das ist. Hallo? Ist hier jemand? Guybrush! Nein! Oh nein! Bist du okay? Was machst du denn hier, Elaine? Es tut nur weh, wenn ich atme. Es tut nur weh, wenn ich atme. Trotzdem wahrscheinlich besser, das beizubehalten. Wenn ich muss. Was machst du hier? Bist du gekommen, um mich zu retten? Wie bist du überhaupt nach Monkey Island gekommen? Ich schätze, du hast den Zaubertrank gemacht. Du hast deinen Trank benutzt, um hierher zu kommen? Das ist ja süß. Aber bleiben wir beim Thema. Du bist von einer Klippe gestürzt. Ach, diese ganze Reise war eine Katastrophe. Nichts als Demütigung, körperliche Gefahr und demütigende körperliche Gefahr. Ich verliere ständig Schwertkämpfe. Ich wurde am selben Tag von einem Schiff und von einer Klippe geworfen. Ich bin in eine Falle getappt, die für LeChuck gedacht war. Meine eigene Schuld. Ich hatte eine Karte, da war ein X und eine Schaufel. Fandest du das nicht verdächtig? Ich könnte genauso gut einfach hier liegen bleiben und verhungern. Ich habe eine bessere Idee. Komm mit mir zurück auf Scurvy Island. Ich werde eine Pause vom Skorbut-Projekt einlegen, um dich wieder gesund zu pflegen. Warum nicht? Jetzt, wo die Karte weg ist, werde ich das Geheimnis nie bekommen. Hat ja jemand Karte gesagt? Hallo? Ich wusste es. Mary! Ist das die Karte zum Geheimnis? Dieser Melonenkopf hat mich damit in seine Tasche gesteckt. Ich habe sie mir als Druckmittel geschnappt. Heiliger Strohsack! Das Geheimnis ist im Voodoo-Laden auf Mealy Island! Planänderung, Elaine. Wir gehen zurück nach Mealy. Ach ja? Was ist mit all den Dingen, die du gerade gesagt hast? Ich muss mir den Kopf gestoßen haben. Wo ist dein Schiff? Eigentlich ist es dein Schiff. Dein altes Schiff, meine ich. Die Sea Monkey liegt als Wrack an einem Strand im Osten von hier. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich wurde hier abgesetzt, damit ich sie als Überraschung für deinen Geburtstag herrichten kann. Was für ein tolles Geschenk! Du erstaunst mich immer wieder. Ich hatte keine Ahnung, dass du dich mit Schiffsreparaturen auskennst. Ich weiß auch nicht mehr als du, aber ich habe ein Handbuch gekauft. Warum reparieren wir sie nicht gemeinsam? Oh Gott. Du kannst die klebrigen Teile machen. Wer zuerst beim Schiff ist. Okay, Elaine ist so fürsorglich. Fortgeschrittene Schiffsreparatur für Dummköpfe. Es ist, als wäre es nur für mich geschrieben worden. Ja, das glaube ich auch. Wettlauf gegen Elaine. Lässt du mich wirklich hier, nachdem ich dir die Karte... Komm schon, Murray, wir haben viel Arbeit vor uns. Der Gedanke, mit dir zusammen zu sein, gefällt mir nicht. Aber es ist wohl besser, als die nächsten 100 Jahre auf diesem Baumstumpf zu verbringen. Vielleicht? Warte, nicht die Tasche! Oh je, sie ist natürlich schon da, war ja klar. Sobald ich hier rausgehe... Schnarchnase. Du hattest einen Vorsprung. Außerdem hatte ich den Schädel vergessen. Was haben wir denn hier? Felsen und die Felsen hier sind tückisch. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht den Zeh stoße. Die Leute reparieren ständig Schiffe. Wie schwer kann das schon sein? Die Sea Monkey. Wow. Sollen wir loslegen? Bereit, wenn du es bist. Ja, ich bin bereit. Können wir? Fortgeschrittene Schiffsreparatur für Dummköpfe. Es ist, als wäre es nur für mich geschrieben worden. Du sollst das überfliegen. Was? Insert Guybrush Rebuilds Ship Montage. Nun, wir haben getan, was wir mit den vorhandenen Materialien tun konnten. Ich liebe es. Es strahlt Nostalgie aus. Unter anderem. Du steuerst, ich schöpfe aus.
Teil 4. Es wird kompliziert. Ich hätte erwartet, dass Madisons oder LeChucks Schiff schon hier wäre. Du meine Güte, sieh dir die Schäden an. Ich muss mit Carla über die Organisation der Erdbebenhilfe sprechen. Du kommst nicht mit in den Voodoo-Laden? Ich würde ja gern, aber dies ist eine Krise. Es wird weitere Schäden geben. Ich muss helfen. Ich will später alles darüber hören. In Ordnung. Bis dann. Ja, ich würde sagen, da wir jetzt hier ein neues Kapitel angefangen haben, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, auch wenn die Folge heute mal nicht so lange war, und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.